Guten Tag, hier ist der Gusua wieder und ich habe immer noch nicht die Schnauze voll. Ich will das schon wieder probieren und hoffe, ich komme hier gut rein. Es geht um dieses Town Hall und die Infernos, die ein bisschen weiter weg sind. Ich hoffe, ich komme da mit der Queen rein. Jo, lasst uns beginnen. Wirklich schön. Also hier muss jetzt geklärt werden. Ganz klare Sache. Das muss sein. Weil die halt wirklich hier rein muss. Da musst du rein, Queen. Egal wie, du musst da rein. Ich will jetzt hier auch keine weiteren Mauerbrecher verwenden, weil ich hoffe, dass die, wie gesagt, nicht da lang rennt. Bitte renn nicht außen rum, dann bin ich am Arsch. Ja, genau. Genau das will ich sehen, ganz genau. Weil, wenn ich jetzt, egal, sorry, erstmal muss jetzt hier gekillt werden. Kill Mode. Und jetzt musst du das Rathaus nehmen. Auch wenn jetzt beide Helden raufgehen würden. Ich muss mal gucken. Ich werde nicht mal die 30% machen können. Obwohl der Rage ist noch da, die Ability. Mal schauen. Wenn sie noch außen rumläuft, wäre natürlich mega awesome. Ja, das ist noch in Ordnung. Nur die Queen selber? Ja. Bin ich gespannt. Jetzt außen rum und dann außerhalb der Range vom Inferno bleiben. Und dann habe ich es geschafft. Und jetzt sollte die auch, wenn dann nach draußen laufen, weil hier ist nichts weiter. Das weiß ich. Ich kenne mich mit dem Inferno noch nicht so krass gut aus. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob das reicht, wenn ich hier lang gehe. Ob er mich dann hittet. Nee, scheint aber nicht so. Jetzt außen rum, das wäre nice. Oh ja. Geh schön weiter, geh immer schön weiter. Richtig nice. Richtig nice. Erzählt mir bitte nicht, dass ich hier noch 50% machen könnte. Hier noch draußen? Ja, genau. Ah, Mist. Die haben die Magier jetzt. Mal gucken. Ja, bitte, bitte renn nicht zu den Magiern. %. Ein X-Bow, aber wenn sie sich den kassiert, ich glaube, dann kriegt sie den Schlag, ja. Da muss ich halt dann wirklich abbrechen. Schade. Aber vollkommen in Ordnung. Ich meine, sechs Pokale, was will ich mehr? Läuft auf jeden Fall. Zumal die Queen gleich wieder bereit ist und ich habe nicht so viele Heiler verballert. Ist schon ziemlich geil. So, und da sind wir schon wieder und haben wieder einen Town Hall 9er gefunden. Ich muss mal überlegen, wo stehen die Puster? Da ist einer, der in die Richtung pustet, der pustet in die Richtung. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich direkt zur Sache. Und drin sind wir. Den nehme ich noch kurz weg, dass der hier mir wirklich nicht später irgendwie in eine Quere kommt. Oh, Gift. Und ich werde auch gleich die Ability nutzen. Das ist es mir einfach wert. Dann gehe ich da echt kein Risiko ein. So, Bogiturm machen wir kalt, ganz, ganz locker. Hier noch eventuell mit der Bauhütte. Hier denke ich, ist nicht die Gefahr, dass sie wieder rausläuft. Das sollte passen. Hier haue ich mal einen Rage rein. Das ist mir ein bisschen. Ja, dann lieber dahin. Dann soll sie sich da aufbrechen. Jo, passt.
Klappt doch. Oh, das Town Hall ist noch ganz schön weit weg, sehe ich gerade. Na, so ist das. Ich denke mal, hier ist alles leer. Dann sollte sie jetzt außenrum hier so ein bisschen den Weg machen. Tesla down, dann Kanone hier noch. Boah, das ist aber eine krasse Range, oder? Das war gerade ganz schön fett schon. So, draußen steht nichts. Das ist natürlich richtig gut. Somit kann sie gar nicht rauslaufen. Einwandfrei. Da cleare ich das auch gar nicht. Na, obwohl ich könnte. Na, sind immerhin ein paar Prozente, die ich nochmal so free bekomme. Zack. Hier genau dasselbe. Ah, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sich vom Clearen her das noch ein bisschen was aufhält oder behält, dass man damit eventuell noch ein paar Prozente machen kann. Da habe ich sonst noch nicht so drauf geachtet. So, brauchen wir was? Nö, Magier, dann die Kanone und dann ist das okay. Das sollte laufen. Ja, genau. Passt. Und jetzt, ja, genau. Und jetzt musst du eigentlich da langlaufen. Dass du das kaputt machst oder hier und dann in die Richtung gehst, oder? Schauen wir uns das mal an, was du jetzt hier gleich tust. Genau, da aufmachen, dann das hier wegmachen und eventuell noch das Dunkle bekommen. Kriege ich hier irgendwo noch ein paar freie Prozente? Ah, ich meine nicht. Komm, kein Risiko. Sind nur zwei Rage-Spells, also das passt schon. Da noch ein. Jo, passt auch. Da auf jeden Fall auch noch. Das ist natürlich echt cool, wenn man sich da noch ein bisschen was nebenbei verdienen kann. Aber muss schnell genug gehen. Hier mache ich auch noch mal einen rauf. Das Armeelager geht schnell genug down. Es bringt ja nichts, wenn ich überall einen Bogey habe und mir die Sachen dann gar nicht komplett kaputt gehen. Da habe ich auch nichts gekonnt. Na nun komm, gib Gas. Noch ein Rage drauf? Ja, komm, scheiß drauf. Ey, das gibt's nicht, Alter. Ich freue mich. 90%? Ja. So farmt man auch Dunkles. Richtig, richtig fesch. Das freut mich. Ich lade wieder auf und dann seid ihr wieder dabei. Bis gleich. Ich weiß nicht, soll ich echt so krass pokern? Ich würde den hier gerne wegmachen. Also bald meine Queen auch nur ansatzweise. Nee, nee, es. Oh, es hat mir echt unter den Nägeln gebrannt. Also richtig. Weil ich mir dachte, oh, das müsste ja eigentlich machbar sein. Aber ihr wisst es selber. Man sitzt dann da, zack, 25 Pokis minus oder wie viel jetzt das auch waren. Ah, das ist mir nicht wert. Ich sehe gerade, ich habe mir gerade noch eine Mauer gegönnt. Und sehe jetzt, dass ich ein Problem habe mit Gold. Beziehungsweise ich habe nicht ein Problem mit Gold, sondern ich habe ein Problem ohne Gold. Weil das geht mir in dieser Sekunde aus. Mein letzter Skip. Ja, das war's wohl. Dann müssen wir wohl beenden. Schade. Ärgerlich. Gucken wir mal, ob wir. Ja, doch, wir kriegen noch ein bisschen was zusammen hier. Das letzte bisschen Gold zusammenkratzen. Und dann gehen wir nochmal auf Jagd, aber ich sag mal, das sind viermal skippen. Das ist jetzt auch nicht die Menge. Scheiße, warum habe ich dafür jetzt die Mauer gekauft? Aber nebenbei Mauer, ich habe nur noch 4 Achter Mauern. Da darf auch mal wieder geklatscht werden. Das geht also ziemlich gut voran. Nee. Okay, Versuch war es wert. Das war's. Ich bin raus. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Jetzt gucken wir mal, wie lange der Boost noch geht. Ah, 6 Minuten, okay. Dann ist das auch zu vernachlässigen. Dann passt das. Weil sonst sitzt man so und sagt, Mist. Warum hat man nicht noch mehr machen können? Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr haut rein.